Unsere Reise beginnt in Tibet. Hier lebt der kleine Lamo Döndrup. Bisher ein normaler tibetischer Junge. Als er zum 14. Dalai Lama geweiht wird, ist der Kleine gerade mal 4,5 Jahre alt. Da spielen andere Jungs noch im Sandkasten. Im Wettkampf um den höchsten buddhistischen Titel setzt er sich gegen zwei andere Jungs durch. Seine Anhänger sehen im kleinen Dalai Lama die Wiedergeburt des vorherigen Dalai Lamas. Buddhisten glauben nämlich an die Wiedergeburt, auch Reinkarnation genannt. Wenn Tiere oder Menschen sterben, lebt ihr Bewusstsein weiter. Und das wird nach dem Tod wiedergeboren, als ein anderer Mensch oder ein anderes Tier. Das Ziel? Ein perfektes, reines Bewusstsein und keine weitere Wiedergeburt. Das Nirvana. Das will auch der kleine Dalai Lama. Sein Name bedeutet übrigens Ozean der Weisheit. Für die Buddhisten in Tibet ist er die Verkörperung Buddhas. Sie glauben, dass er als ihr Oberhaupt immer wieder neu auf die Welt kommt. Am Anfang seiner Ausbildung hat der junge Dalai Lama wenig Lust aufs Klosterleben. Er flüchtet oft nach Hause, wo er gegen den buddhistischen Speiseplan verstößt. Der verbietet Fleisch und Eier. Aber dem kleinen Dalai Lama in Ausbildung schmeckt genau das einfach viel zu gut. Die Sehnsucht nach einem normalen Leben bleibt. Oft schaut der Junge mit seinem Fernglas den Bauern zu, die auf den Feldern arbeiten. Und wünscht sich, er könnte auch ein einfacher Landwirt sein. Ein Mensch hat es dem kleinen Dalai Lama besonders angetan. Ein Europäer. Im abgelegenen Tibet damals eine Seltenheit. Der Mann heißt Heinrich Harrer. Ein Bergsteiger aus Österreich. Mit düsterer Vergangenheit im Dritten Reich. Für den kleinen Dalai Lama ist dieser der erste Kontakt mit der westlichen Kultur. Von ihm lernt der Dalai Lama den westlichen Handschlag. Harrer baut ihm sogar ein Kino und wird Berater für Landwirtschaft und Städtebau. Bis zum Tod des Österreichers verbindet die ungleichen zwei eine enge Freundschaft. Nach und nach wächst der junge Religionsführer in die Rolle des Dalai Lama. Trotz des strengen Tempelalltags bewahrt er sich das Glücklichsein. Das liegt für ihn sogar darin, sich von Moskitos stechen zu lassen, damit auch die mal glücklich sind. Seine größte Angst ist es, dass ein Hai ihn frisst. Da er als Nichtschwimmer aber nie ins Wasser geht, eher unwahrscheinlich. Dafür widmet er sich in seiner Freizeit lieber dem Gärtnern. Sein Lieblingshobby ist es, Uhren zu reparieren. Mit 15 Jahren wird der Dalai Lama auch das politische Oberhaupt, also Chef von Tibet. Damit macht er sich zum Staatsfeind der Volksrepublik China. Aber warum hasst eine ganze Regierung einen so friedliebenden Menschen? Der Streit der beiden Länder dauert schon lange. 1911 stürzt die chinesische Regierung nach einem Putsch. Der damalige Dalai Lama nutzt das Machtvakuum und erklärt Tibet für unabhängig. Dass das den Chinesen nicht schmeckt, logisch. Es beginnen heftige Auseinandersetzungen. 1950 marschieren chinesische Soldaten in Tibet ein und bleiben bis heute. Die Unabhängigkeit Tibets besteht also nur auf dem Papier. Bis heute unterdrückt die chinesische Regierung die Tibeter. Mit 19 Jahren reist der Dalai Lama auf Einladung des chinesischen Staatsoberhaupts Mao Zedong nach Peking. Mao überschüttet den Dalai Lama mit Geschenken, obwohl er eigentlich Religion verachtet. Dafür macht er sich lustig über ihn. Er verleiht dem Dalai Lama ein politisches Amt ohne irgendeine Bedeutung.
Nur der Titel klingt wichtig. Stellvertretender Vorsitzender des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses. Was auch immer das heißt. Trotzdem, der junge Dalai Lama ist begeistert vom chinesischen Führer und träumt sogar davon, seinen Glauben und Maos politisches System zu vereinen. Stattdessen aber eskaliert der Konflikt zwischen Tibet und China. Der Dalai Lama ist gezwungen, sein Land zu verlassen. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion flüchtet er, verkleidet als chinesischer Soldat, Richtung Indien. 12 Tage lang ist der Dalai Lama auf der Flucht. Angekommen in Indien, feiern ihn tausende Buddhisten und heißen ihren Glaubensführer willkommen. Was er noch nicht weiß, hier in Indien wird er die meiste Zeit seines Lebens verbringen. In Indien bildet der Dalai Lama eine Exilregierung. Sogar die CIA unterstützt ihn dabei. Und das nicht zu knapp. Mehrere Millionen investiert die USA bis in die 70er Jahre in den buddhistischen Widerstand gegen die Chinesen. Das bleibt aber nicht sein einziger Kontakt zum Westen. Als erster Dalai Lama in der Geschichte reist er nach Afrika, Europa und Amerika. Er trifft Staats- und Religionsführer und hat sogar in Hollywood Fans. Einer seiner besten Freunde, Schauspieler Richard Gere. Der Dalai Lama wird immer mehr zum Star. Er war auch einmal das Werbegesicht von Apple und ist in allen sozialen Netzwerken vertreten. Seine digitale Offenheit reicht so weit, dass er sogar seine Telefonnummer auf Facebook postet. Noch heute muss er im indischen Exil leben. Aber trotz aller Widrigkeiten hat er weltweit Anhänger gewonnen und den Buddhismus zu einer Trendreligion gemacht. Er hat über 100 Bücher geschrieben und bekommt 1989 den Friedensnobelpreis. Das mit dem Frieden ist in China aber noch nicht angekommen. Dort ist es angeblich verboten, ein Bild des Dalai Lamas mit sich zu führen. Und ein Gesetz besagt sogar, der nächste Dalai Lama muss Chinese sein. Auch aufgrund dieses Konflikts tritt er 2011 von allen politischen Ämtern zurück. Seitdem konzentriert er sich auf sein Lieblingsthema, Glück. Gemäß seinem Motto, unsere wahre Aufgabe ist es, glücklich zu sein.